Der neue ICE kann 350 Kilometer in der Stunde schaffen. Im Normaleinsatz wird er nur 250 Kilometer schnell fahren. Und dabei wird er leiser sein als die heutigen Fahrzeuge. Aber genauso sicher. Zu den letzten großen Fahrzeugaufträgen zählt die Produktion des Intercity Experimental, der ab 1984 entsteht. Seine überlegene Leistung wird er nicht nur auf den neuen Strecken ausspielen, sondern in das gesamte Intercity-Netz einbringen. Der Intercity Experimental wird jahrelang erprobt und erreicht am 1. Mai 1988 den damaligen Weltrekord von 406,9 Kilometern in der Stunde. Heute sind ein Triebkopf und Wagen des ersten ICE als Denkmal in Minden bei der DB Systemtechnik aufgestellt. Auch am Bau der Triebköpfe des ICE 1 und 2 ist man noch beteiligt. Der Lokomotivbau in Essen endete am 3. März 1997. Der Krupp-Fahrzeugbau war bereits 1994 auf die Siemens-Schienenfahrzeugtechnik übergegangen. "81 Jahre lang entstanden in Essen große und kleine Lokomotiven. Heute sind noch viele von ihnen unterwegs. Bereits sehr stark dezimiert ist der Bestand an Maschinen der Einheits-E-Lok-Familie. Bei den Dieselloks sieht es ähnlich aus. Nur noch wenige Exemplare der V100-Familie sind bei der DB aktiv, während sie bei privaten Unternehmen heute zahlreich anzutreffen sind. Die V60 ist bei der DB zwar noch deutlich aktiver, wird aber in den nächsten Jahren auch den Weg des alten Eisens gehen, zu Privatbahnen wechseln oder als Museumslok enden. Noch immer gut vertreten sind die Dieselloks der Baureihe 218. Aber auch hier ist mit der 245 bereits die Ablösung in Sicht. Nicht auf Halt stehen die Signale für die vielen erhaltenen Museumsloks, die das Krupp-Fabrikschild tragen. Dazu gehört auch V160003, die 1961 als Vorserienlok in Essen entstanden ist. Zur Einheits-E-Lok-Familie gehört E50091. Die echte Kruppianerin gehört heute dem DB-Museum. In der Außenstelle Koblenz wird sie gepflegt. Hier bei einer Fahrzeugparade im Güterbahnhof. Gleich drei Krupp-E-Loks rollen über die Gleise, auch an den Baureihen 181, 182 und 120 war die legendäre Lokschmiede beteiligt. Ebenfalls zu den Einzelgängerinnen zählt diese Mehrsystem-Wechselstrom-Lok, 1960 in drei Exemplaren als E320 gebaut. Auch 184003 hat in Koblenz eine Bleibe gefunden. Dieses Fabrikschild gehört zu 10001. Wie bereits gesehen und gehört, 1956 als letzte Dampfschnellzuglok der DB gebaut. Sie hat im Deutschen Dampflokmuseum in Neuenmarkt-Würzberg ihre letzte Heimat gefunden.
Im April 2007 kommt wieder Bewegung in die großen Räder. 10001 wird zum Neubaudampfloktreffen nach Bochum geschleppt. Die imposante Schnellzuglok mit ihrer markanten Form ist zurück auf DB-Gleisen. Alle fünf DB-Neubaulok-Baureihen stehen an der Scheibe des Eisenbahnmuseums Bochum-Dahlhausen. Die Baureihe 82 war die erste der neuen, die nach dem Krieg ab 1950 bei Krupp und Henschel entstanden ist. Mit 21 Stück war Krupp auch an der Baureihe 23 beteiligt. 23058 ist eine von ihnen. In Heilbronn wird sie für die nächste Fahrt gedreht. Auch von den Vorkriegsdampfloks sind noch einige museal erhalten. Betriebsfähig ist 01118 der historischen Eisenbahn Frankfurt am Main. Die Altbau 01 begeistert bei Sonderfahrten mit ihrer Erscheinung und mit ihren Klängen.